So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Abends ist der Dicke wieder ein kleines Tasting, denn die ganzen Montage bis jetzt habe ich jedes Mal die dicken, fetten Samyang-Nudeln getestet, die schärfsten Ramen-Nudeln der Welt, alle möglichen Sorten. Dann wurden mir die Samyang-Soßen geschickt. Jetzt habe ich die Samyang-Soßen getestet, die rote Extreme Spicy, irgendwas stand da drauf auf jeden Fall. Jetzt hier die schwarze und ich habe gesagt, eine werde ich mal mitnehmen zum Hannes. Das ist der Hannes. Ne? Moin. Das ist der Iswo. Seht ihr die Begeisterung? Ja, alle wisst genau, der Iswo, der mag nichts Scharfes. Ich bin immer gezwungen. Alles, was scharf ist, ist Kacke. Ja. Ich würde den Hannes mal bitten, der kann jetzt mal hier schön die Pappe abmachen. Genau, da habe ich nämlich nichts zu tun. Du musst der Erwin aber auch noch testen nachher. Der wollte auch unbedingt dabei sein. Der ist zu spät. So. Nein, das testet er ohne Video. Fertig. Da muss er, bevor er den Kehlenschneider trinkt, noch davon einen Löffel nehmen. Ja, so, da kann er gleich vom Balkon hüpfen. Die gut an. Hüpfen wir. So, wir haben jetzt hier die schöne, leckere Soße. Da ist, glaube ich, noch ein weißer Gipfel drauf. Genau. Das heißt, die ist auch noch original verschlossen, wie ihr seht. Also ich bringe da keine Restware mit. Das ist alles neu und frisch. Kennt ihr die gute? Ich würde sagen, ich fange trotzdem mal an, weil ich es ja schon kenne. Dann der Hannes, wo man keinen Unterschied sieht. Und dann am Ende der Iswo. Denn wir haben jetzt hier also Löffel aufgebaut und wir wollen jetzt alle drei mal probieren. Jeder nimmt einen Löffel. Ich mache es mal kurz so, dass man das schön sieht. Ein Löffel Samyang-Soße. Ich schüttel die nochmal. Und wenn dem Hannes die schmeckt, dann lasse ich die dem da, weil ich habe noch eine rote und eine schwarze da. Ich muss auch sagen, seitdem ich hier bin, bin ich total erkältet. Ne? Das ist jetzt im Prinzip der Hustensaft. Wir hauen die jetzt also hier drauf. So, einmal Hustensaft für den Ramses. Ja, komm, bitte schön. Warte kurz, Hannes. So sieht das also aus. Einmal Hustensaft. Sieht doch herrlich aus, oder? Also, ich weiß gar nicht, was du da hast. Und jetzt schlingen wir die einfach weg. Man sieht diese typische rote Färbung auf dem Löffel. Es schmeckt ein bisschen essigmäßig, ein bisschen chilimäßig. Es breitet sich ein bisschen aus. Aber ich finde trotzdem, das ist nichts, was einen umbringt. Deswegen würde ich sagen, der Hannes macht mal weiter. Der kann sich jetzt hier schön. Der kann gleich so vom Mund rein auf Ex rum. Ups. Ja, der Hannes, der hat jetzt erstmal den Tisch eingesaut, ja. Der will den Tisch dann auch noch essen. Ja, klar. Ein Löffel für den Hannes. Jetzt tropft eh gleich nochmal alles runter, glaube ich. Also guten Appetit. Ich finde trotzdem, die hat so nicht, ist einfach nicht nur scharf wie andere Sachen, sondern die hat einen richtig eigenen, kräftigen Geschmack und bringt Schärfe mit. Und es ist alles dann rot und eingesaut. Guckt euch das an, richtig genial. Und jetzt die Premiere. Der Iswo möchte ja gerne mal auch. Ich mache aber erstmal die Hälfte, um das zu probieren. Ich hau euch dann. Ach, du willst zwei Level essen? Das ist ja noch genialer. So, das ist doch ein Löffel. Ja, ich mecker nicht. Also ich bin ja froh, dass du es mal probierst, weil wie gesagt, der Iswo ist eigentlich gar nicht scharf und nie scharf. Und jetzt schauen wir mal, wie ihm das schmeckt. Gute Samyang-Soße. Ich habe ja gestern gesagt, er kann sich ruhig dann eine Milch daneben stellen, nee, wenn er nix. Sagt, das ist nichts, denn er muss was trinken oder. Ist nix. Was ist nix? Ich gehe jetzt. Ja, dann geh halt. Ja, okay. Ja. Nee, das ist nix. Ciao Iswo, danke, dass du dabei warst. Immer wieder nett mit dir. Du findest sie gut, ja? Ich finde sie sehr gut, ja. Dann würde ich sagen, ist das jetzt deine. Mit dem Rest kannst du machen, was du willst. Die kannst du dir auch mal auf eine Pizza oben drauf oder wen. Ja, das ist cool. Oder Hähnchensalat oben so ein bisschen drüber gestreuselt, was man dann noch alles hat. Ey, das ist eine gute Idee. Händchen. Brust in Streifen schneiden, dann da ein bisschen in die Pfanne reintun mit der Soße und dann schön durchmengen. Ich glaube, der Iswo geht jetzt aufs Klo. Mit der Klobürste tut er sich erstmal den Mund ausschrubbeln. Ich habe gesagt, er hätte sich gerne auch eine Scheibe Toast mit her, damit er dann, oh, das brennt, jetzt mache ich so. Aber ich glaube, der ist mir jetzt ewig sauer, das ganze Leben. Obwohl, ich feiere die. Und weil ich die so feiere, habe ich ja die ich aufgemacht habe, noch verbraucht. Ich habe mit der schwarzen die ganze restliche Flasche an einen Schupfnudeltopf und ich habe die ganze rote Flasche an einen Eierspätzle-Topf. Und die zwei Videos kommen die nächsten zwei Montage. Das jetzt hoffentlich diesen Montag.
so kennt der Ismo das auch mal, wenn er sieht, was ich mir jeden Tag reinhau. Und er fand's auch richtig nix gut. Kennt ihr die Samyang-Soße? Schreibt's mal rein. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Hannes. Macht es gut. Und hier, zack, der kaputte Tisch. Ich sag's euch.